Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer herbstlich und doch schönen Bücherwoche, wo auch das Wetter wieder ein bisschen mitgespielt hat und es rausging mit Sonnenschein und ich mich darüber sehr, sehr, sehr gefreut habe. Buchtechnisch habe ich 2,5 Bücher gelesen, die so okay tatsächlich waren. Es ging auch weiter mit The Vampire Diaries. Und ich möchte jetzt vielleicht kurz 2 Ankündigungen noch machen. Zum einen wird es jetzt am Donnerstag ab 19.30 Uhr ein Hangout auf meinem Kanal geben. Die liebe Christine wird hier mit dabei sein. Wir wollen über die Bücher sprechen, die wir uns gegenseitig bei Pick My Sub herausgesucht hatten. Und wir wollen darüber sprechen, wie wir die fanden, weil manchmal kannte ja der andere das Buch auch schon, was er für einen rausgesucht hatte. Und wir wollen da ein bisschen quatschen, wie auch die Erfahrung war, dass man im Grunde so eine Art Leseliste vom Sub vorgegeben bekommen hat. Und ja, seid da gerne ab Donnerstag mit dabei. Und ab dem 20. starten wir im Leseclub mit unserem Septemberbuch. Das ist diesmal ein Thriller. Es ist Die Siedlung. Wir werden auch im Oktober einen Thriller lesen, weil das so eng zwischen diesen beiden Büchern war, dass wir gesagt haben, komm, lass uns einfach beide lesen. Und dann sind auch mal die Thriller abgearbeitet und wir können uns im November vielleicht dann tatsächlich so ein bisschen der Fantasy widmen. Da schauen wir dann einfach mal, was uns da so ein bisschen in den Sinn kommt. Ihr findet den Leseclub immer unten in der Infobox. Schaut da also super gerne mal vorbei. Und irgendwie habe ich heute das Gefühl, die Kamera ist schief. Was vielleicht irgendwie am Stativ liegen könnte. Ja, ich glaube, so könnte es besser sein. Aber irgendwie dachte ich, aber schief ist modern, wie man früher gesagt hat. Ich glaube, es ist immer noch schief, aber ich glaube, damit können wir jetzt alle leben. Ja, also Leseclub geht los und dann auch den Hangout, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und zu den Büchern, ihr findet die Bücher unten in der Infobox. Ich verlinke da unten auch alle möglichen Informationen dann auch zu den Büchern. Schreibe auch hin, was ein Rezensionsexemplar ist. Ihr habt auch die Zeitstempel, sodass ihr zu dem Buch springen könnt, was euch vielleicht mehr interessiert, auch wann das sonstige Geplauder anfängt, ist mit verlinkt. Und findet ihr alles da unten. Und wir starten erst mit der Info, welche Bücher diese Woche gelesen wurden. Das halbe Buch ist The Watchers von John Mars. Habe ich ja zusammen mit der lieben Maike gelesen. Auch den Kanal der Bookfriends findet ihr unten in der Infobox. Also schaut da super gerne mal vorbei. Und das haben wir diese Woche beendet. Das E-Book der Woche war Die letzte Bibliothek der Welt von Friar Samson. Ein Buch, das doch etwas anders war, als ich es vermutet hatte. Und gehört habe ich von Claire Poulet montags bei Monika, was mir so ein paar Mal angezeigt wurde und wo ich dann einfach dazu greifen musste. So, jetzt müsste ich auch wieder gerade sein. Das hat mich irgendwie schon ein bisschen irritiert. Ja, wir beginnen mit John Mars und The Watchers. Das dritte Buch von John Mars in dieser Near-Future-Thriller-Reihe, könnte man so sagen, zumindest ist diese Begrifflichkeit hinten auch auf dem Buchrücken abgedruckt. Vorne heißt es Roman, hinten ist es dann doch irgendwie ein Near-Future-Thriller. Ja, ich glaube, es liegt irgendwo die Wahrheit in der Mitte. Ja, das Buch hat zusammen mit der lieben Maike gelesen. Und ich möchte vorneweg auf jeden Fall eine Spoilerwarnung geben. Man sollte unbedingt vorher The One on the Passengers gelesen haben, weil man sich hier immens spoilert. Also nicht, dass wirklich beide Bücher aufgelöst werden, man auch erfährt, wie diese Geschichten weitergegangen sind, sondern auch, ich glaube, diesmal muss man auch sagen, dass man manche Dinge gar nicht versteht, wenn man diese Bücher nicht kennt. Es spielt also in einem Universum und während wir ja bei The Passengers noch gesagt haben, okay, man wird auf The One in 1-2 Szenen gespoilert, hat man hier nicht nur die Spoiler, sondern man hat definitiv, glaube ich, auch Handlungen, die man sonst nicht versteht, wenn man diese Bücher nicht kennt. Also ich würde hier wirklich empfehlen, die Reihe zu lesen und dann eben das als drittes Buch im Nachgang und also als drittes Buch lesen. Und dann, glaube ich, hat man auch den meisten Lesespaß. Aber um was geht es denn in einem Near-Future-Thriller von John Mars? Wir sind hier in einer nahen Zukunft, wir sind in Großbritannien wieder unterwegs. Und Großbritannien wird auch von einem Hacker-Kollektiv bedroht, wie auch viele andere Länder in Europa auf der Welt. Alle geheimen Informationen, die es irgendwie wo gespeichert gibt, sollen veröffentlicht werden. Doch es gibt hier ein paar schlaue Köpfe, die eben sagen, wir haben hier eine andere Möglichkeit, nämlich Informationen über die DNA
in den Menschen einzubauen, sodass dann eben diese Wächter, daher auch der Titel, diese Informationen in sich tragen. Sie müssen einige Regeln befolgen, sie müssen sich von ihren Familien abkapseln, keine Freunde treffen, müssen die Identität verändern, müssen so wenig auffallen, wie es nur geht, aber alles in allem haben sie 5 Jahre lang ein ruhiges und schönes Leben, zumindest gehen auch die Wächter davon aus. Sie müssen also ihr jetziges Leben verlassen, doch dann werden diese Leben der Wächter bedroht und wir erfahren mit den Perspektiven der Wächter und auch Nebencharakteren so ein bisschen, was da passiert, wie es passiert, also ein bisschen Wahrheit und Einbildung. Ja, wenn die so ein bisschen verschmelzen, dann weiß man manchmal selbst nicht so richtig, was nun stimmt und was nicht. Wir kennen von John Mars zumindest, was diese Romane, diese Near Future Thriller angeht, kennen wir schon, dass wir hier verschiedenste Perspektiven haben. Das haben wir auch. Jeder Wächter bekommt eine Perspektive, auch Nebencharaktere haben eine. Und es sind schon sehr viele Perspektiven, die uns gezeigt werden. Es ist an mancher Stelle schon ein bisschen verwirrend. Ich habe mir angewöhnt, bei John Mars auch wirklich so eine Namensliste zu führen. Wer ist wer? Was erfahre ich zu Beginn? Damit ich da immer drauf schauen kann, wie stehen die in Verbindung und wer hat was denn schon erlebt und wer ist nun die im Grunde ihre Familie verlässt, wer ist der, der einsam ist und so weiter. Und das so als Tipp hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, um den Überblick zu behalten. Es sind nicht nur viele Perspektiven, sondern auch schon verschiedene Stile. Also man merkt, dass John Mars es wirklich schafft, jedem Charakter auch eine Stimme zu geben. Jetzt nicht extremst verändert, sondern schon, also man erkennt durchaus, ob er gerade zum Beispiel einer Frau eine Stimme gibt, ob die ein bisschen älter ist, jünger oder eben auch einem jungen Mann oder wie auch immer, wer auch so ein bisschen dahinter steht, wie ist da vielleicht auch die Ausdrucksweise, wie denkt er oder sie. Und das, finde ich, schafft John Mars hier wirklich richtig, richtig toll. Was er diesmal für mich nicht geschafft hat, ist so ein bisschen den roten Faden zu schaffen. Also es war schon sehr viel durcheinander. Auch die Charaktere haben sich super schnell verändert. Das fand ich schon schwierig, dem zu folgen. Weil hat man jetzt so ein Gefühl für einen Charakter entwickelt, hat es irgendwie nur noch einen anderen Abschnitt gebraucht und er war irgendwie anders. Das fand ich super schwierig, mich da hineinzuversetzen, mitzufühlen, mitzugehen, auch nachzuvollziehen. Das fand ich, hat John Mars nicht richtig gut rübergebracht. Und das hat tatsächlich auch so ein bisschen das Gesamtbild des Buches ein bisschen schwerer gemacht. Spannung haben wir wieder en masse. Also man möchte dieses Buch nicht nach einem Leseabschnitt weglegen. Man möchte wissen, wie es weitergeht, was es mit dieser Technologie zu tun hat, wie sie funktioniert, was sie in den Gedanken mit den Menschen macht, wo gibt es Veränderungen im Körper, was machen die im Geist von den Wächtern, wie kommt man hier dahinter, was das Hacker-Kollektiv scheinbar vorhat, wer steckt da überhaupt dahinter, was sagt die Regierung dazu und so weiter. Man will dranbleiben. Es ist wirklich spannend geschrieben mit einer Sogwirkung und dadurch, dass man eben diese verschiedenen Perspektiven hat auch jedes Kapitel natürlich irgendwie einen Cliffhanger, weil es dann ja erstmal noch mit einer nächsten Perspektive weitergeht. Und das ist natürlich schon was, wo man dranbleiben möchte. Weil gerade wenn einen eben 3, 4 Perspektiven super interessieren, möchte man ja erfahren, wie es da weitergeht. Und da kann dann durchaus auch so eine etwas schwächere Perspektive dazwischen sein. Das wird auf jeden Fall dann wieder aufgeholt. Er schafft es hier, uns diese nahe Zukunft wirklich plastisch zu zeigen. Hat das aber nicht so gut in The Watchers geschafft, wie er es bei den anderen Büchern gemacht hat. The One war ein absolutes Highlight. The Passengers vielleicht so mit einem Mühabstrich, weil das Ende vielleicht ein bisschen too much war. Hier muss ich schon sagen, dass man merkt, dass er so dieses gleiche Schema verfolgt. Man so auch ein bisschen Gefühl bekommt, mittlerweile beim dritten Buch, wo wird es jetzt vielleicht irgendwie mal noch was geben, was irgendwas verändert. Da bleibt er sich doch recht treu, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber es ist dann natürlich so ein bisschen unaufgeregter, beziehungsweise rechnet man dann eben auch einfach mit so Dingen. Und das hat er für mich persönlich in den beiden anderen Büchern besser geschafft, als er das hier auch dann miteinander verbunden hat. Auch dieses Bild
wo ich so ein bisschen auf Dinge gewartet habe, die nicht ganz uns gezeigt wurden. Also mich hätte diese Technologie super interessiert, auch so Nebenschauplätze wurden hier aufgemacht. Da hat er mir manchmal einfach zu wenig Infos gegeben, mich zu wenig darüber aufgeklärt, mir das zu wenig bildhaft auch erklärt. Das fand ich tatsächlich sehr schade. Das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil er das eben in den anderen Büchern auch konnte. Während die Charaktere ja sehr tiefgründig gezeigt werden, aber eben auch nicht immer gezeigt wurden, wie die Wendungen hier geschahen, welche Gedanken sie hatten, sondern dass er urplötzlich kam, hätte ich mir das vielleicht auch bei der Zukunft ein bisschen gewünscht. Es gibt Anspielungen auf unsere jetzige Zeit, auf Dinge, die vielleicht mal möglich sein werden. Das fand ich super, super spannend. Also John Mars hat hier definitiv coole Ideen und man hat so das Gefühl, man wird nicht das letzte Mal in diesem Universum unterwegs gewesen sein. Zur Auflösung, und ich versuche das spoilerfrei zu halten natürlich, ist schon so, dass ich dachte, zum einen war es sehr schnell abgearbeitet und auch fand ich sehr unglaubwürdig. Also es hat sich da schon sehr Dinge zugespitzt, die dann auch geschahen oder auch nicht und alles viel zu schnell und rasend erzählt und er hat einen da gar nicht irgendwie mal Luft holen lassen, er hat da Dinge auch gar nicht aufgeklärt. Ich fand es auch manchmal wirklich sehr strange, sehr merkwürdig, was er da gemacht hat und sich gedacht hat. Und es war für mich kein Ende, also es war definitiv over the top und es war eben nicht sehr logisch. Und auch die Konsequenzen aus den Dingen, die in diesem Buch geschahen, dass man da einfach, ich weiß auch nicht, ich möchte ja nicht spoilern, aber ich war nicht sehr glücklich mit dem Ende. Also es war jetzt wohl wirklich mit der schwächste John Mars, auch wenn man in den echten Thriller-Bereich von ihm geht, da war der letzte Thriller ja auch so, ja, war gut, aber gab auch viel Kritik, aber er The Watchers kommt für mich nicht an The One oder The Passengers ran, eben weil es manchmal doch sehr unglaubwürdig war. Ja, und irgendwie, ich glaube, hätte ich allein gelesen, ohne Maike wäre ich wohl schneller durch gewesen, hätte aber manches vielleicht noch konfuser und merkwürdiger gefunden, weil wir es da doch beide geschafft haben, immer mal noch so ein bisschen Ordnung in unsere Gedanken zu bringen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also ich würde sagen, es ist ein gutes Buch, ein guter Science-Fiction-Roman mit aber schon Abstrichen, was ich von John Mars nicht erwartet hätte. Also es ist jetzt kein Flop, das möchte ich wirklich nicht sagen, aber wenn man The One und The Passengers gefeiert hat, finde ich, wird man hier definitiv ein bisschen enttäuscht. Also kein Flop, aber eine kleine Enttäuschung vielleicht. Ja, aber ein spannendes Zukunftsbild definitiv und ich denke, da werden wir noch einiges davon erwarten oder auch einiges aus diesem Universum von John Mars dann sehen. Und ich bin, ja, wäre aber natürlich auf jeden Fall trotzdem bei seinem nächsten Buch dabei. Nur weil einer nur einmal ein gutes Buch anstelle eines Highlights geschrieben hat, ist man ja nicht gleich raus. Ja, nebenbei als E-Book habe ich Die letzte Bibliothek der Welt von Freya Samson gelesen. Das Buch klang in der Verlagsvorschau vom Dumont Verlag super spannend. Mich hat auch sehr das Cover angesprochen mit diesem Orange und diesen Grafiken von Lesern und Büchern. Das fand ich richtig, richtig toll und habe es dann auch als Rezensionsexemplar, als E-Book zur Verfügung gestellt bekommen, habe mich darüber sehr, sehr, sehr gefreut. Wir sind hier in einem kleinen Dorf in England, in Carcott, ich vermute mal, man spricht es so aus. Wir treffen auf June, sie ist eine junge Bibliothekarin, die sehr in der Welt der Bücher lebt, auch eher schüchtern ist, introvertiert, so ein bisschen auch das Klischee, sage ich mal, irgendwie erfüllt. Und eines Tages, während sie ja, sich so ihre Leser anschaut, die Besucher anschaut, die Kunden letzten Endes und uns auch die Einblicke in diese Welt gibt, wie die unterschiedlich sind, auf was sie Wert legen, wie sie so ticken, was sie lesen, auch wenn sie so erzählt, wie sie Leser beurteilt, nachdem eben was sie lesen, das fand ich super spannend. Erfahren wir eben eines Tages, dass die Bibliothek aus Kostengründen geschlossen werden soll und da geht hier für June dann eben die Welt so ein bisschen unter. Sie wird eben nicht mehr die Leute bei ihrem Kreuzworträtsel unterstützen können, sie wird ihnen nicht mehr die Nutzung am PC zeigen können, sie wird ihre Stammgäste verlieren und da merkt sie einfach, dass da ihr Herz dran hängt und wie sie das im Grunde überflutet, dass die geschlossen werden soll.
Allerdings darf sie selbst gar nicht so darum kämpfen, weil da ihre Chefin so ein bisschen einen Deal hat und ja, sie sich da auch erstmal zurückhalten muss. Aber als alle anderen dann eben für die Erhaltung der Bibliothek kämpfen, muss sie sich irgendwann auch dran setzen. Nicht nur, weil es ihr Arbeitsplatz ist und sie die Arbeit auch wirklich liebt, sondern weil sie damit eben auch was sehr Persönliches verbindet und deswegen auch die Bibliothek nicht aufgeben kann. Das Buch war für mich ganz persönlich an mancher Stelle nicht sehr einfach. Und es ging leider nicht aus dem Klappentext hervor, dass June vor längerer Zeit ihre Mutter verloren hat und sehr in dieser Trauer drinsteckt. Und auch dieses Trauerthema ein großes Thema in diesem Buch ist, in dem sich eben June verändert, zum einen zur Welt hin, aber eben auch, wie sie diese Trauer verarbeitet. Und ich bin ja auch mittendrin und möchte da jetzt gar nicht so detailreich drauf eingehen. Das hat es für mich aber sehr schwer gemacht, dieses Buch objektiver wahrscheinlich zu sehen. Beziehungsweise habe ich an mancher Stelle wirklich gehadert, ob das Buch jetzt gerade zu mir und der Zeit passt oder ob es nicht ein Jahr später besser wäre. Weil an und für sich diese Geschichte schön ist, weil man viele Bezüge auch hat zu anderen Büchern, weil sich die Leute auch über die Bücher austauschen, die sie gelesen haben. Das fand ich richtig toll. Aber es ist immer wieder dieses Trauerthema aufgekommen. Und June hat so manchen Gedanken und auch Gedankenfolge, die ich eben auch habe. Also was einem schwerfällt, woran man denkt, wie man fühlt, wie man Dinge in Bezug setzt. Und ja, das fand ich persönlich, wie man gerade merkt, unglaublich schwer. Und jetzt kommt das große Aber. Ich habe einfach gehofft, dass dieses Buch, durch dem das es mir so nahe kommt, eben genau auch eine Emotion irgendwie auslöst und habe diese Teile vielleicht nicht ganz so aufmerksam, intensiv gelesen, nicht ganz so an mich herangelassen, aber den Rest der Geschichte doch sehr genossen. Besonders die Entwicklung, mal kurz durchatmen, besonders die Entwicklung von June hat mir so gefallen. Und nicht, weil ich denke, ich möchte auch irgendwann mal diese Entwicklung, zumindest was die Trauerbewältigung angeht, gehen, sondern auch, wie sie eben so gefangen in dieser Bücherwelt ist, in dieser Bibliothek, auch so untergraben von der Chefin und von den Menschen und sich so ihren Geist im Grunde freikämpft und sie nach wie vor ihre Bücher liebt, aber auch einfach mal ins Leben tritt. Und das fand ich richtig toll. Ich mochte auch die Nebencharaktere sehr gerne. Die sind sehr authentisch und echt. Und man hat wirklich das Gefühl, jede dieser Leseratten kennt man vielleicht aus dem eigenen Umfeld, wie Leute Bücher sehen, betrachten, wie der Wert für jeden Einzelnen ist. Und das hat mir super gut gefallen. Also es hat Spaß gemacht, auch die Nebencharaktere kennenzulernen. Es war auch sehr tiefgründig und ich fand auch toll, dass jeder so seine Rolle eingenommen hat und uns auch hier einfach sozusagen begleitend durch diese Geschichte geführt hat. Der Stil ist schon sehr locker, sehr leicht, auch sehr angenehm zu lesen. Also es ist jetzt nicht hohe Kunst, aber es war natürlich schon so, dass man sehr tief mit in diese Geschichte reinkommt, weil es einem so leicht fällt, der Sprache zu folgen. Die Liebe zu Büchern steht mit an erster Stelle und das kommt hier definitiv auch nicht zu kurz. Es gibt viele Querverweise zu anderen Büchern, die June gerade liest, die sie empfiehlt, wo sie sich mit anderen darüber austauscht. Und das hat natürlich auch mir, der einige dieser Geschichten auch gelesen hat, sehr, sehr viel Spaß gemacht, da mal so die Gedanken von jemand anderem zu diesem Buch sozusagen zu hören. Und selbst wenn dieser andere ja fiktiv ist, weil er selbst in dem Buch steckt, hat das jetzt gerade Sinn ergeben? Ich hoffe schon. Ich habe sehr viel lachen können, weil ich eben auch die Charaktere sehr ins Herz geschlossen habe und natürlich auch viel Situationskomik oder Alltagskomik irgendwie mit dabei war. Ich habe aber auch einige Male sehr, sehr heftig geweint und ich glaube eben nicht, dass es daran lag, dass es so emotional geschrieben war, sondern weil ich eben gerade sowieso sehr emotional bin und ja, einfach die richtigen Schalter geklickt wurden bei mir, weil ich eben gerade in dem gleichen Thema so drin stecke wie June, wobei es bei June schon länger her ist als bei mir. Und das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass aus dem Buch, aus dem Klappentext für mich nicht so hervorging, dass es hier so extrem um diese Trauerbearbeitung ging und dass ich eben ja auch objektiv einfach nicht einschätzen kann, ob
diese Emotionen einfach nur bei mir so funktioniert haben oder durchaus eben durch das Buch und die Geschichte und die Charaktere. Ach, das klingt jetzt wahrscheinlich total theoretisch, aber ja, das sind eben so meine Gedanken dazu. Es war an manchen Stellen ein sehr schweres Buch für mich und ich habe eben auch kurz überlegt, ob ich es einfach pausiere, ob ich es weglege, hatte dann aber so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich es mal weglege, greife ich nicht mehr dazu, weil ich ja immer mit diesem Buch diese Emotionen verbinden werde. Also auch wenn ich in einem Jahr zu diesem Buch gegriffen hätte, würde ich mich ja durch das Lesen daran erinnern, wie ich mich fühlte vor einem Jahr, also jetzt. Sagte die Steffi von vorhin zu gestern zu übermorgen. Und da war eben so der Punkt, entweder lese ich es jetzt oder ich lese es wohl nie. Und in dem Fall wäre wahrscheinlich nie, auch wirklich nie gewesen. Und so habe ich versucht, so ein bisschen die emotionale Seite auszublenden und mich auf die Geschichte einzulassen und mich selbst einfach mal dahinter zu stellen. Und es hat okay geklappt und es war ein schönes Buch. Also es hat definitiv sehr, sehr viel Schönes gehabt. Es wäre vielleicht sogar zu einer anderen Zeit zu einem Highlight geworden. So weiß ich aber, dass ich diese Geschichte eben wohl nicht nochmal lesen kann und werde. Und es jetzt schon irgendwie gepasst hat, aber ich vielleicht so eine Vorwarnung gerne gehabt hätte, was da für Trigger gesetzt werden. Und jetzt ist Trigger natürlich so ein großes und vielleicht auch falsches Wort, aber das ist natürlich schon was in mir einfach Knöpfe bedient, die ich nicht unter Kontrolle habe oder noch nicht oder vielleicht auch nie haben werde, man weiß es ja nicht. Es war ein wunderbares Buch und auch wer wirklich Liebe zu Büchern lesen möchte, spüren möchte, der ist hier absolut richtig. Man sollte nur vielleicht nicht gerade in irgendeiner Art Trauerprozess stecken. Ich glaube, dass das, das habe ich auch einfach an dem Tempo gemerkt, wo ich gelesen habe, dass ich es eben schon öfter pausiert habe, unter Tage oder auch in meinem Leseabend und dann eher zum Hörbuch gegriffen habe oder auch zur Serie, wo ich vielleicht sonst einfach dran geblieben wäre. Ja, das war jetzt sehr persönlich, sehr rührig. Widmen wir uns einfach mal dem nächsten Buch und atmen einfach mal gemeinsam ganz tief ein und aus. So, beim Ein- und Ausatmen kam auch direkt die Sonne heraus. Ich hoffe, dass es nicht zu hell ist. Wenn wir uns dem Hörbuch der Woche widmen, und zwar montags bei Monika von Claire Pooley. Ein Buch, über das ich einige Male bei Instagram gestolpert bin, was mich vom Klappentext her angesprochen hat, aber auch ich das Cover richtig schön finde. Es war auch irgendwie der Vergleich mit gekennzeichnet von dem Film Tatsächlich Liebe. Ein Film, den ich sehr gerne schaue, den ich sehr mochte und so hat mich dann auch irgendwann das Buch gecatcht. Die Sprecherin ist Judy Arborn, eine Sprecherin, die mir so bewusst noch nicht aufgefallen ist, die ich aber definitiv gut fand, die es toll vertont hat und hier einfach auch dem Hörgenuss nicht im Wege stand. Also eine Sprecherin, der ich gerne gelauscht habe. Ich bin nicht der größte Fan von weiblichen Stimmen, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Aber hier war ich auch zufrieden und habe ihr wirklich auch super gerne zugehört. Ich habe mich für das Hörbuch auch einfach entschieden, weil ich fand, dass so ein Wohlfühlbuch ganz gut zum Hören ja bei mir funktioniert. Und das kann ich tatsächlich auch sagen, dass es hier einfach auch zum Hören richtig toll geeignet ist und man da einfach wunderbar auch lauschen kann und entspannen kann, wenn man irgendwie im Garten sitzt und Kopfhörer drin hat und einfach zur Sonne schaut und sich diese Geschichte dann einfach auf den Ohren gefallen lässt. Wir treffen, wie der Titel schon verraten lässt, auf Monika, die Besitzerin ihres eigenen Kaffees ist und sie findet eines Tages auf einem Tisch ein Notizbüchlein mit der Aufschrift Projekt Aufrichtigkeit. Wir erfahren hier die Geschichte eines einsamen Künstlers, der hier die Wahrheit aufschreibt, das wahre Leben, seine wahren Gedanken und Monika uns im Grunde diese Geschichte auch erzählt, beziehungsweise das Buch diese Geschichte erzählt und auch Monika verfasst jetzt ihre echte Lebensgeschichte mit ihren echten Gedanken und durch dieses Büchlein inspiriert eben auch, wie sie ihr Leben betrachtet, wie sie es auch reflektiert und dann eben am Ende, wie sie ihre Geschichte niedergeschrieben hat, wie sie es dann eben selbst liegen lässt und es dann eben wieder jemand findet und so eben einige Menschen zusammenkommen, die dieses Buch finden, lesen, ihre eigene Geschichte niederschreiben und dann eben auch immer wieder auslegen. Und es gibt dann eben so eine Verkettung von Zufälligkeiten oder auch geplanten,
dass diese Charaktere sich so auch irgendwie finden und eben neue Geschichten damit beginnen. Und es ist schon so ein Episodenroman, wo eben jeder der Charaktere uns so ein bisschen seine Geschichte erzählt und wir aber auch ein Drumherum haben, einen roten Faden, der uns durch die Geschichte sozusagen führt. Und wie man merkt, war diese Woche doch auch recht tränenreich, denn auch dieses Buch hat mich zum Lachen gebracht, zum Weinen gebracht, zum Schmunzeln, zum Taschentuch verbrauchen und aber auch zum Nachdenken gebracht. Und es ist die Woche der Tränen sozusagen. Ich fand jede Figur, die in diesem Buch vorkommt, super interessant. Es wirkte sehr authentisch, sehr echt. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass es diese Charaktere im wahren Leben sozusagen auch gibt. Man fühlt Sympathie und man versteht die Charaktere auch richtig, richtig gut. Sie sind sehr fein gezeichnet, sehr tiefgründig, bringen auch ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihre Lebensgeschichte sehr sympathisch rüber und man kommt ihnen dadurch eben auch sehr, sehr, sehr nah. Man erkennt sich auch selbst in manchen Gedanken wieder und merkt, dass man doch viel öfter tatsächlich die Wahrheit einfach aussprechen sollte, dass wir doch alle irgendwie eine Rolle spielen, egal ob wir das in der Arbeit machen, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, in der Familie. Man hat da so seine Rolle und man zeigt nur sehr wenigen Menschen tatsächlich das echte Ich, die echte Wahrheit, die echten Emotionen, das echte Leben und dass wir das viel, viel öfter tun sollten. Denn natürlich ist es eine gewisse Angst und das merkt man in diesen Geschichten auch, warum die Charaktere jetzt eben einmal ja diese Aufrichtigkeit haben. Und man merkt, wie gut es ihnen aber tut, eben auch einfach mal sie selbst zu sein und diese Wahrheit gefasst zu haben. Und ich glaube, wenn man sie einmal aufgeschrieben hat, dass auch das schon etwas mit einem bewirkt. Und das fand ich super spannend, ein tolles Experiment, auch wenn es natürlich nur theoretisch in dieser Geschichte war, fand ich das tatsächlich interessant und fand es auch gut, wie das so übermittelt wurde, diese Wahrheit, und wie das die anderen auch empfunden haben. Also, dass man da manchmal auch gar keine Angst haben muss, einfach so zu sein, wie man ist. Durch die Verbindung der Charaktere innerhalb des Notizbüchleins entsteht eben auch so eine wunderbare Spannung, die eben so durch diese Rahmengeschichte, durch den roten Faden mitgeprägt wird und die hält sich auch wirklich sehr gut durch die Geschichte und auch bis zum Schluss und man möchte schon auch immer weiterhören. Man möchte dabei sein, man möchte die nächste Geschichte hören, den nächsten Charakter kennenlernen. Es ist ein wunderbares Wohlfühlbuch mit starker Aussage, mit tollen Charakteren und auch einer sehr besonderen Atmosphäre, die eben auch in diesem Café unter anderem spielt und wo man eben auch so ein ganz leichtes und schönes Gefühl bekommt. Ich mochte den leichten Stil sehr gerne, man konnte gut folgen, man war mit dabei, man konnte sich da einfühlen, es war eine schöne Sprache, die ja tatsächlich mich auch sehr angesprochen hat. Leider waren manche Charaktere aber doch sehr klischeebehaftet. Und natürlich braucht es das wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen mehrere Charaktere zeigt. Und man möchte natürlich auch aufzeigen, dass es diese Klischee-Charaktere einfach gibt, weil die Klischees kommen ja nicht von ungefähr. Aber das hätte für meinen Geschmack die Charaktere überhaupt nicht... Aber das hätte für mein Gefühl die Geschichte überhaupt nicht gebraucht. Also ich glaube, wir hätten nicht immer so ein bisschen diese klischee-stereotypischen Charaktere gebraucht, sondern die hätten durchaus auch ein bisschen spezieller sein können und ein bisschen auch mal aus ihrer Rolle herausbrechen können. Und man ahnt dann eben schon so ab dem dritten Charakter, wo geht es hin, was ist seine Schwäche, was ist seine Richtung. Und das hätte ich mir tatsächlich noch so ein bisschen im Funken anders gewünscht, vielleicht auch die Charaktere einfach dann noch ein bisschen mutiger ausgearbeitet, dass sie eben nicht dieses Klischee in vielen Dingen einfach bedienen, sondern auch so ein bisschen eigen einfach werden. Das wäre so der Kritikpunkt, der mich doch immer mal so ein bisschen, wo ich dachte, Mensch, diese Klischeebedienung, ja, natürlich ist die in Büchern vorhanden und auch wir bedienen natürlich alle irgendwie mal ein Klischee, aber das fand ich tatsächlich schade. Das hätte ich mir einfach so ein bisschen vielleicht innovativer, also dass die Charaktere einfach auch mal nicht sich selbst entsprechen, einfach gewünscht, wenn sie denn schon die Wahrheit sozusagen aufschreiben. Aber auch ein wunderbares Buch, was auch sehr viele Gefühle abverlangt hat und hier aber auch definitiv lachende Themen mit dabei waren, lachende Charaktere und Szenen und man da auch einfach schmunzeln konnte und was zum Nachdenken hatte. Ja, eine sehr emotionale Woche, wie man unschwer erkennt. Das ging auch weiter mit der fünften Staffel von The Vampire Diaries.
Ach, und da brauche ich dann die Taschentuchbox. So. Wahnsinn. Also, wie sehr mich das fesselt und begeistert und mit hineinzieht und emotional auch auffühlt. Hätte ich das von einer Teenie-Serie nicht erwartet, muss ich echt sagen. Ich bin hier sehr überrascht, sehr positiv überrascht, wie auch die Charaktere sich entwickeln, in welche Richtungen sie gehen, wie ernsthaft die auch manchmal sind und wie wunderbar. Und ja, ich habe da einige ins Herz geschlossen und die Tränen, ja, gibt es sehr viele. Also es ist sehr schwer für mich, Abschiede zu nehmen in Serien, in Filmen, in Büchern, wenn Charaktere eben sterben, weggehen. Ja, es ist einfach diesem Jahr so geschuldet. Ich war schon immer eine Heulsuse, auch in Filmen und Serien. Und das hat sich jetzt einfach noch so ein bisschen verstärkt. Also wenn sich da Menschen verabschieden, weil sie wissen, sie kommen irgendwann aus irgendeiner Sphäre, vielleicht nicht mehr wieder. Bei einem Film ist natürlich einfach, da ist, oder auch bei einer Serie, da ist halt diese Szene irgendwann vorbei und dann trocknen die Tränen. Bei einem Buch ist es ein bisschen schwerer tatsächlich, das dann loszulassen. Für mich brennt sich das doch ein bisschen mehr ein. Aber ich habe viel geweint in der 5. Staffel und werde jetzt wohl auch einfach mal 3-4 Tage Pause machen, bevor ich dann ja die nächsten Tränen wahrscheinlich vergießen werde in dieser Serie. Und das ist halt was, womit man auch gar nicht rechnet. Also es gibt auch Szenen und vielleicht habt ihr da auch Erfahrungen mit, dass einen manchmal auch so Szenen überraschen? Die haben eigentlich gar nichts Trauriges, da verabschiedet sich niemand, da stirbt niemand, aber irgendwas hat diese Szene, was in einem das so auslöst. Und ja, also mir ist das auch letztens bei einer anderen Serie passiert, da haben wir einfach random mal eine Folge geschaut und das passierte einfach. Und dann sitzt man so da, man kann nichts dagegen machen, man will auch, also ich bin auch jemand, der Tränen zulässt und ja, und da kann ich dann auch nicht mehr aufhören. Ich brauche dann Taschentücher und 5 Minuten Luft und dann geht's auch wieder. Und das überrascht einen so. Und dann denkt man manchmal, oh, heute hat man einen guten Tag und alles passt irgendwie. Und dann erwischt's einen aber so eiskalt. Und bei The Vampire Diaries, ich hätte nie gedacht, dass das so Emotionen auch in mir aufwühlt und auch so triggert. Ich verwende jetzt dieses Wort einfach mal. Ist heute scheinbar mein Lieblingswort. Gleich nach Weinen und Taschentüchern und Emotionen war heute auch ein großes Wort. Also eine wahnsinnige Serie, die mich echt überrascht. Und es sind jetzt noch 3 Staffeln, die ich habe. Und ja, vielleicht kriege ich die ja im September tatsächlich noch hin. Dann wäre es sehr cool für unseren Quartalshänger. Und dann könnte ich da komplett darüber schwärmen. Und macht mir echt großen Spaß. Ich hatte gehofft, dass es mir Spaß macht. Dass es mich so packt, hätte ich irgendwie gar nicht erwartet. Also, dass ich die auch so binge und 2 Folgen am Stück weg und mich wirklich dann auch mal am Wochenende dazu durchringen muss, mal was anderes zu machen, wenn es draußen regnet. War jetzt letztes Wochenende ja nicht so, aber ja, wer hätte das gedacht? Ja, ich glaube, genug über Emotionen und Tränen heute gesprochen. Jetzt kommen wir in die Woche und schließen uns vielleicht der Sonne an und lassen uns ein bisschen anstrahlen, freuen uns gemeinsam auf das Leseklubbuch und auf den Hangout mit der lieben Christine. Und ja, ich glaube, das war es auch schon. Ich entschuldige mich für die Emotionen hier drin und dass das jetzt einfach doch irgendwie ein Teil von einem ist. Aber ich denke mal, dass das da definitiv Verständnis auf eurer Seite da ist. Und wir haben heute einige Male durchgeatmet. Wer hätte gedacht, dass das heute auch noch so ist wie in der letzten Woche. Aber man kann es eben auch einfach nicht abschalten. Muss man auch gar nicht. Wir sind ja keine Vampire wie bei Vampire Diaries, die ihre Menschlichkeit abstellen können. Das will man ja auch gar nicht. So. Und das ist eben wahrscheinlich auch einfach nur menschlich und gehört ja irgendwie zum Leben dazu. So, genug philosophiert. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht schön gut. Bis bald. Tschüss, eure Steffi.